Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier beim Center Station Simulator. Ich möchte heute endlich mal dieses Ding hier machen, was ich die ganze Zeit schon vorhabe, dass ich die Teile hier mal ein bisschen umstelle, weil das kann man optimieren. Von daher mache ich das jetzt mal ganz kurz. Ihr müsstet ja alle leer sein. Also insofern können wir die hier auch abbauen. Wir haben 6 Stück davon. Das Ding ist bloß immer wegen laut, ne? Das ist das Einzige. So, wir haben jetzt 6 Stück davon. Jetzt ist natürlich die Frage. So, wo habe ich mein Bretter? Holzscheit, Kobalt, Kupfer, zerkleinert, Bretter aus Holz. Hier. So. Dass wir die mal einsammeln, weil Paletten brauche ich jetzt halt hier eigentlich nicht mehr, weil das kommt jetzt dann alles in endlose Kugeln rein. So, jetzt ist nur die Frage, wie ich das Ganze aufstellen werde. Weil ich hatte es ja, also hier weiß ich halt nicht, was kommt. Ne? Das kann jetzt halt sein, dass es die ganze Wand betrifft. Vermute ich jetzt mal. Insofern würde ich sagen, dass wir hier auf der rechten Seite anfangen. Ich würde die Zementmischung auf jeden Fall hier lassen, weil sonst komme ich langsam durcheinander, wo was steht. So, ich möchte dich nur zu mir gucken lassen, das wäre gut. So, dann würde ich sagen, schön weit rüber. Ein bisschen über den Rand können wir ja gucken. Dann soll hier ein Wasserzugang sein. Wo war denn der Wasserzugang nochmal? Bei Essen? Nee, Quatsch. Da waren die Motoren. Da muss der sein. Hier. So, oh weh. Jetzt muss ich die ganze Zeit hin und her drehen. Das wird ja lustig. Okay, ich stelle dich aber ein bisschen weiter nach vorne. Dann brauchen wir wieder die Mischer. Halt, so rum. 180. Näher komme ich da nicht ran. Also, das passt schon. Wird grün. Da ist es. Da ist die Stelle. Passt schon. Du musst ja nicht übergenau sein. Also, so, dann den daneben. Dann kommt wieder ein Rohr. Auch wieder ungefähr so auf die Höhe von dem Bein. Das müsste eigentlich passen. Auf 180. Ich hoffe mal, dass ich da nicht zu weit nach vorne komme. Aber das müsste gerade so noch gehen. So, dann wieder einen Zugang. Und der letzte. Ich meine, das werde ich dann schon sehen, wenn es die Dinger hier weghaut. Sollte es dann doch zu nah sein. So. Warte mal, die kannst du ja nur gleich auspacken. Das ist ja nur das eine Teil. So, dann. Das müssen wir eigentlich ja jetzt dann recht schnell haben. Ich muss dann bloß einmal hochgehen wegen dem Sand nochmal. Ich habe den zwar schon angeworfen, aber so, wunderbar. Dann ist es nämlich gut. Dann haben wir immer hier einen Eimer Wasser, den wir hier und hier reinschmeißen können. Und den Rest, den können wir ja mit der Kugel reinpacken. Also das ist
Wunderbar. So, Zementeimer? Ne, Zementeimer nicht. Wir brauchen Zementsack. Und Sand. Habe ich es jetzt drin? Ja. Wunderbar. Und dann läuft es. Dann brauchen wir jetzt halt wirklich nur noch diese Endloskugeln dann voll zu machen mit dem Zeug und dann ist das ideal. Dann geht das schnell. So, lauft ihr? Du bist gerade leer geworden. Da sind noch 49 drin. Da sind noch 68 drin. Ja, ich habe hier ein bisschen rumgemacht hier mit diesen Barren. Und dadurch ist wahrscheinlich dann der ein oder andere wieder ausgegangen und dann habe ich dann wieder angemacht und okay, aber das läuft. Sind eh die letzten hier. Passt schon. So. Dann. Ich habe hier keine Endloskugel, glaube ich. Genau, und dann wollte ich als nächstes, weil ich wollte nämlich hier Ton schreddern und dann ist mir aufgefallen, dass ich ja immer noch keine Bohrer habe für den Ton, weil wir haben hier Ton, haben wir ja immer noch null. Deswegen habe ich dann angefangen, dass ich da hinten mal ein klein wenig umbaue. Mich wundert es bloß, dass noch kein Stein drin ist. Achso, ja, wahrscheinlich, weil das Erzlager voll ist, ne? Und ich möchte es jetzt doch so machen, dass ich hier 4 Kobalt habe, dann hier 4 Kohle, hier 4 Steine und hier kommen dann nochmal 4 Tonbohrer hin. Also die müsste ich bauen. Ich habe halt den dummen Fehler gemacht, dass ich noch 2 zusätzliche Alu-Bohrer gemacht habe. Da wollte ich ein bisschen zu schnell zu viel. Und jetzt habe ich die 2 Teile da rumfliegen. Deswegen hoffe ich immer noch, dass da irgendwann mal was kommt. Auch danke nochmal für den Hinweis. Ich erwähne es auch gerne nochmal. Wenn ihr im Spiel F7 drückt, dann könnt ihr hier eine Idee mit reingeben. Ihr gebt dem Ganzen einfach nur einen Titel, drückt auf Idee, beschreibt eure Idee, was ihr habt und macht dann Hochladen. Also sowas wie jetzt halt, die Kugeln zum Beispiel, wo ich das letzte Mal gesagt habe, es wäre super, wenn es das hier so einzeln gäbe oder dann eben so im Doppelpack oder 4. Den Vorschlag habe ich unterbreitet. Keine Ahnung, ob das natürlich umgesetzt wird, das ist dann immer eine andere Sache. Aber ich habe es zumindest mal geschrieben. Also empfehle ich eigentlich mal. Also wenn ich euch eine Idee sage, die ich irgendwie, was ich gut finden würde, dann habe ich das dem Entwickler auch schon mal geschickt. So. Dann wollte ich hier weitermachen und ja, die Bohrer. Jetzt muss ich erst einmal schauen, dass ich die Bohrer mache, weil sonst brauche ich da noch Ewigkeiten. Bohrmaschine, Steinbohrer, der Ton ist hier. So, Tonbohrer, da brauchen wir 12-mal Ton. Alter, ich habe gar keine Endloskugel für Ton. Fällt mir gerade. Warte mal. Ich könnte den mal leer machen. Einfach mal schauen, was ich hier rein bekomme in die Maschinen. Bekomme ich bestimmt einiges rein. So. Dann könnten wir hier uns Ton schnappen. Das schnappe ich mir jetzt da vorne von der Palette. Weil die eine habe ich ja aufgefüllt. Und wenn wir 12 Stück brauchen, bei 4 Bohrern sind es dann 48, die wir auf jeden Fall brauchen werden. So, deswegen einmal hierhin. Dann werde ich hier die 4 Bohrer aufbauen. Weil ich möchte die dann hier dann einfach abbauen und dann hinterschleppen. Halt, war eins zu viel. So, nochmal einen. Da komme ich ja noch durch. Dann kann ich dich da herstellen, das macht nichts. So. Dann kann ich das irgendwie ein bisschen näher, bitte? Das wäre super.
sind wir nämlich ein wenig schneller und dann sollten wir das auch recht flott haben. Und die letzten beiden. Ach so, und die kann ich ja auch. Oh, die kann ich ja nicht installieren. Ich muss zuerst die Dingsies machen, die Gestelle. Oh Mann. Tonblock. Hier brauchen wir aber auch 8 Ton. Könnte gerade so passen. 24 Volt Motoren, elektronische Karte und Stromkabel. Okay, dann müssen wir das zuerst machen. Ich lasse dich mal hier stehen. Dann machen wir hier mal einmal zurück. Einmal Hauptkomponenten, einmal Motor 5. So. Ach so. Oh, blöd. Jetzt habe ich das schon so lange so stehen, ne, das Zeug. Und trotzdem passiert es mir immer wieder, dass ich an Silber greife, anstatt an die Eisenbarren. So, dann hätten wir 10 Stück. Wir brauchen ja nur 8. Weil es ja immer nur 2 Stück sind pro Stromkabel. Da habe ich nämlich, glaube ich, auch keine. Nee. Also nochmal Kupfer. So, machen wir gleich nochmal 5. Sollte es jetzt dann doch irgendwas fehlen, dann muss ich halt schneller an den anderen Tisch, das ist ja egal. So. Dann zurück. Bohrer. Tonblock. Motoren. Elektronische Karten brauchen wir noch. Da brauchen wir dann auch 8 Stück. 12 habe ich. Nee, ich habe gar keine drin. Na toll. Ah, gut. Jetzt habe ich schon gedacht, ich muss tauschen. So. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sie hier reintun soll, aber ich denke, das ist am besten, weil dann kann ich gleich die Maschine wieder weiterlaufen lassen. So. Drauf mit dir. Wird auch Zeit, dass ich die mal endlich umsetze. Nach hinten, wo die anderen sind. Läufst du jetzt? Ja. Lieber noch mal drauf schauen, ne? Ton, ja. Sekunde. Dann machen wir unsere 2 Motoren. 2 Stromkabel. Und dann brauchen wir 8-mal Ton. Jetzt können wir sie wieder herstellen. Aber ich glaube, ich brauche nochmal elektronische Karten für den Turbo, ne? So, und dass du nicht hier noch irgendwo rumrollst, packe ich dich jetzt mal daher. Geht halt super flott, ne, mit diesem Kasten hier.
kann ich nicht viel dazu sprechen. Es ist halt einfach nur ein Hin- und Hergedrehe. Ich habe im Übrigen habe ich mal nebenbei nochmal ein neues Spiel hier angefangen. Was mich einfach nochmal interessiert hat, wie ist es eigentlich, wenn ich jetzt neu starte, ne? Wie komme ich dann da zurecht? Und boah, ist das ein Aufwand, den man da betrieben hat ganz am Anfang. Das habe ich jetzt erst einmal so richtig wieder gemerkt, wie viel Arbeit hier drin steckt in dem Ganzen. So, jetzt habe ich nur zu wenig Ton, ne? 36 und ich brauche... Ah ne, brauche ich gar nicht mehr. Die 36 Stück, die passen exakt. Das ist ja cool. Weil wir brauchen ja dann nur noch 3 Bohrer. Oh. Na, doch, passt. Passt. Ich brauche nur noch die 3 Bohrer, dann passt es ja mit den 36 Stück. Ich schieb dich bloß mal ein bisschen noch her. Gut. Dann können wir die Tonbohrer machen. Das wird halt jetzt halt ein bisschen ein Act, weil das hier 12 Stück sind. Ich könnte wahrscheinlich auch 4 rausmachen aus der Kugel, aber... Warte mal, kann ich dich so drauf... Nee, das wäre jetzt schön gewesen, ne? Aber gut, das habe ich ihm auch schon mal geschrieben, dass das gut wäre, die Sachen, die man da... Kannst du dich jetzt endlich mal hinstellen? Danke. Dass die Sachen, die man hier auf der Bank baut, wenn man da auch das mit der Kugel machen könnte. Ich könnte euch an zwei laufen lassen, ne? Obwohl, das bringt nichts. Nichts. Das bringt nichts. Das dauert ja, glaube ich, 2 Minuten oder was? So. Und dann haben wir nur noch einen. Und dann fehlen noch die Verstärker. Vor allem, wenn man am Anfang sieht, wie wenig Platz man eigentlich da hat, ne? In diesem Kellergewölbe hier. Das ist Wahnsinn. So, damit haben wir die. Dann machen wir noch die Verstärker. Und da brauche ich ja nochmal elektronische Karten, ne? Okay, und wir brauchen 4 Stromkabel jeweils. Das heißt also 16 Stromkabel. Dann machen wir dann mal noch mal ein paar. Die kann ich mal wegstellen. Und ihr hattet schon recht mit dem, dass ihr reingeschrieben habt von der Säge. Da hätte ich ja die Komponenten verwenden können von den anderen Sägen, die ich da abgebaut habe. Da habe ich ehrlich gesagt nicht dran gedacht. Aber im Grunde ist es ja auch total Rille, weil einen Karton habe ich sowieso rumfliegen. Und von daher ist es jetzt nicht so schlimm. Also ich finde es zumindest nicht so schlimm. Aber ihr habt auf jeden Fall recht. Da hätte ich natürlich die Sägeblätter zum Beispiel verwenden können. Aber ich glaube, andere Bauteile kann man gar nicht verwenden. Doch, ich könnte die Hölzer könnte ich noch raustun, ne? Das wäre noch eine Idee. Aber gut, auch die machen das Kraut nicht fett, wie man so schön sagt, ne? Wir haben alles jetzt so im Überfluss, dass es quasi auf die paar Teile nicht ankommt. So, 17 gefällt mir nicht. Machen wir noch 3. So. Und... Was war es noch? Warum ist das immer mittendrin? Kobaltbahn habe ich. Elektronische Karten. Also da brauchen wir auf jeden Fall die 4 Stück. Von daher schmeiße ich die jetzt bloß mal raus. Ja.
Und tue die jetzt mal in die Kugel rein. Das räume ich jetzt natürlich auch nicht um. Wäre jetzt ein Quatsch. So. Herstellen. Eins, zwei, drei, vier. Da hebt man schon mal den ersten. Kobalt habe ich hier durchlaufen lassen. Das sind dann 200 mal fertig. Wenn es läuft. Ich muss mal ganz kurz hinschauen, ob das auch wirklich läuft. Aber es sieht so aus, als wären die Kugeln leer. Da ist noch. Die hat noch 9. Das ist auch eine blöde Zahl, ne? Die hat noch 28, aber du läufst. Okay. Naja, ich lasse die erst einmal noch durchlaufen. So. Jawohl. Und die letzte noch. Dann habe ich endlich Tonbohrer und kann die auch laufen lassen. Der nächste Schritt ist dann natürlich die Container auszubauen. Also das Erzlager würde ich gerne noch auf 2000 ausbauen. Das habe ich ja schon mal gesagt. Deswegen war es mir auch so wichtig, dass ich recht viel Eisen produziere. So. Wunderbar. So, die kommen jetzt dann in die letzte Ecke. Halt, warte mal, die kannst du ja eigentlich gleich aufbauen. Na. Der Bohrer ist natürlich das erste, was rauskommt. So, dann kann ich die nämlich gleich laufen lassen. 80% Strom. Wow. Tja, die kann man leider nicht teleporten. Die Kartons. Aber mir ist auf jeden Fall auch aufgefallen, als ich das neu angefangen hatte. Da hat man ja dann so dieses Tutorial, was man durchlaufen lässt. Und Das sind diese Solarpaneele, die sind immer in einem Karton drin. Wahrscheinlich wandern die auch in den Karton, wenn man die Solarpaneele zusammengebaut hat draußen und zerlegt sie dann. Dann sind die wahrscheinlich auch in so einem Karton. Es ist nur schade, dass man die Teile nicht unten schon zusammenbauen kann, dann sie in den Karton packen und oben dann wieder aufbauen. Aber das ist jetzt einfach nur so ein Gedanke. Also wegen mir muss das nicht sein, wenn wir die Bauteile ja in solche Kugeln reinbekommen, in die Sphären, dann ist das ja auch schon mal was, ne? Dann mache ich halt einfach mal 100 Solarpaneele und 100 Stecker und was weiß ich. Stecker muss man ja zum Glück nicht selber herbauen. Selber herstellen meine ich. Die schaut so ähnlich aus, ne? Gut, das ganze andere Zeug, das wird noch so im Laufe der Zeit, eins nach dem anderen. 84, dann könnten wir mal unser Ding hier testen, weil das habe ich nämlich noch nie getestet, ob das jetzt läuft. Ich müsste da drüben nochmal eine Palette hinstellen. Dass ich den Weg nicht habe zum Alu oder vielleicht sogar zwei Paletten, das wäre nicht schlecht. So, gucken wir mal, ob ich jetzt da so hinkomme. Aluminium. So, Aluminium Nummer 2. Aluminium Nummer 3. Nummer 4.
5. 6. Warte mal, haben wir nicht 8? Haben wir da nicht 8 Stück von den Teilen? Fällt mir jetzt gerade so ein. Wir haben doch, wenn wir diesen Motor bauen. Ja, 8 Kolben. Das heißt, mir fehlen sogar noch 2 Fräsen. Da müssen noch mal 2 Fräsen hin. Weil ich stelle jetzt im Grunde nur 6 Kolben her. Aber ich brauche 8. Also muss ich noch mal 2 Fräsen hierher bauen. Weil ich möchte nämlich, dass ich, wenn ich so einen Motor baue, dann immer gleich alles fertig haben. Jetzt sieht man es auch mal in der praktischen Anwendung. Und wie gesagt, wenn ich jetzt halt noch 2 mehr mache, dann habe ich den Block fertig im Grunde. Und da überlege ich jetzt dann schon, ob ich nicht noch das nicht vielleicht sogar anders herstelle, hinstelle. So, dann brauchen wir allerdings ja auch die Motorteile. Motor, Lichtmaschine, Eisenbarren, Kupferbarren. So, wir brauchen ja Plastik auch, ne? 5 Eisen, 2 Aluminium, 1 Plastik. Kann ich wieder auffüllen später. So. Kann man noch die 2 Kolben schnell reinmachen. Im Grunde könnte man, ja, es hätte vielleicht sogar gereicht, doch mit den 4 Stück. Aber ist egal. Weil während ich die Sachen herstelle, kann ja auf jeden Fall, könnten ja nochmal 4 Maschinen durchlaufen mit den zweiten 4 Kolben. Dann hätten vielleicht doch sogar 6 Stück gereicht, aber ist egal. 2 Plastik, 1 Rohr. So, Rohre habe ich da nicht. Dann machen wir hier mal Hauptkomponenten, Rohre, 5 Stück Herstellung. Ja. 18, 19, 20. So, und dann fehlt noch der letzte, die Autobatterie, Eisen, Kupfer, Stromkabel. Geht ja schnell. So, du darfst laufen, dann haben wir nämlich gerade mal 1% ausgemacht, jetzt ehrlich. Mach aus. Ne, 3% macht's aus jetzt in dem Fall. Okay. Okay, dann muss ich auf jeden Fall noch einiges machen. Und viele von euch haben ja schon teilweise an die 100 Solarpaneele oder vielleicht sogar schon wesentlich mehr. Finde ich eine stolze Leistung. Muss ich echt sagen. Ich wollte doch hoch, ne? Warte mal, zum einen wollte ich die Türe öffnen, dass die Tankstelle laufen kann. Vielleicht kriege ich dann auch das Mehl irgendwann mal weg. Wunderbar. So, Bohrer geschafft. Einen Motor gebaut. Ja,
Da haben wir doch einiges geschafft in der halben Stunde. Da muss ich natürlich dann immer. Ups. Da muss ich dann halt immer durch und dann muss ich mal gucken, dass ich die Endloskugel noch fülle mit dem entsprechenden Zeug. Den Sand habe ich ja jetzt hier oben. Aber den werde ich dann immer wieder mal runterbringen. Und ich müsste schauen, dass ich wesentlich öfter nach oben gehe, um den Sand zu füllen. Na gut, dann haben wir zumindest doch einen Teil davon geschafft. Also die Container hier hinten, da würde ich gerne beim nächsten Mal dann weitermachen. Deswegen habe ich ja so viel Eisen hergestellt. Ich möchte nämlich die hier noch herstellen. Hier möchte ich noch welche hinstellen und je nachdem eventuell dann da noch weiterbauen. Also stellt euch darauf ein, dass wir hier einiges an von diesen Containern herstellen und sehr häufig hin und her rennen. Außer, das ist noch eine andere Möglichkeit. Ich habe doch noch irgendwo. Habe ich nicht noch irgendwo eine Werkbank rumstehen? Wenn ja, dann baue ich die ab, weil da ist ja eh nichts drauf. Und nutzen tue ich die aktuell eh nicht. Aber Werkbank ist sowieso kein Thema, ne? Eine Werkbank aus, ich glaube, 8 Hölzern und 2 Eisenbarren kann man jederzeit herstellen. Aber dann könnte ich das hier hinten machen. Stellen wir uns dann einfach eine Kugel her mit Eisen. Weil wir brauchen ja nur Eisen für die Reservoir. Nee, hier muss sie gucken. Lagerbörse, 5 Eisen, Aluminium und Silber. Okay, alles klar, habe ich mich geirrt. Aber es ist wurscht. Aluminium, Silber und Eisen tue ich mal einfach die Kugeln her und dann bauen wir das aus den Kugeln hier zusammen. Das ist ja das Schöne, dass das alles in die Endloskugeln geht. Gut, Leute, dann soll es das gewesen sein für heute. Ich hoffe wirklich sehr, dass es euch gefallen hat. Lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo da zu lassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.